Ich nehme an, Ceres will den Fluch brechen. Es gibt keinen Fluch. Ceres möchte Hjalmar nacheifern und eine Tat begehen, die einer Königin würdig ist. Denkst du, dass sie meine Hilfe braucht? Du wolltest mich darum bitten. Warum? Die Sache ist die... Ich traue Udalric nicht weiter, als ich spucken kann. Ceres hört weder auf mich noch auf ihren Bruder. Doch wenn ihr ein Experte erklärt, dass sie sich irrt, wird sie vielleicht einsichtig. Also, ja, ich bitte dich darum, ihr die Sache zu erklären und sie zurückzuholen. Wenn Hjalmar oder Ceres Hilfe brauchen, werde ich ihnen helfen. Ich danke dir. Da jetzt alles besprochen ist, sollten wir anfangen. Wir müssen herausfinden, ob Ciri noch immer auf Artskellig ist. Ich mache mich reisefertig und komme dann zu dir. Fahr nach Süden. Die Anomalie, die wir untersuchen sollen, hat einen Teil des Waldes am Ufer der Bucht zerstört. Es war wirklich ein sehr erfolgreiches Fest, Krach. Wir sehen uns später. Ja. So. Quest abgeschlossen. Ein bisschen die Aussicht genießen. Dann dem König hinterher. Ob der so stark ist wie er aus. Dem Reden können wir nicht mehr reden. Und haben wir das schon? Ja, wir haben schon alles. Ah ne, haben wir noch nicht. Gibt es was Neues von Hjalmar? Läuft sein Abenteuer nach Plan? Überlegst du es dir doch noch, wie? Wenn du zu ihm stoßen willst, vielleicht ist es noch nicht zu spät. Vielleicht sollte ich nach Undvik fahren. Frage Neuhafen. Da findest du Überlebende des Clans Tordaroch. Den Riesen wollten sie nicht jagen, aber sie sind bereit zu reden. Entschuldige, wie war das noch? Wo ist Ceres hin? Nach Spikerung. Hat sich in den Kopf gesetzt, dass sie Udalric helfen muss. Wie denn? Das frage ich mich auch. Er ist ein tapferer Mann. Manche behaupten auch aufbrausend und hastig, aber... Wenn Ceres Ruhm will, wäre sie besser mit Hjalmar gesegelt. Aber so, wer weiß, was sie für Hirngespinste hat. Was gibt es Neues auf Skellige? Wenn man in letzter Zeit aufs Meer blickt, sieht man ihre Sonne auf dem Segel. Bisher konnten wir noch keinen gefangen nehmen. Aber nur ein Idiot würde nicht merken, dass sie was planen. Ja. Bis dann, Krach. So, gehen wir mal hier Aussicht genießen. Und dann würde ich mal sagen, schicken gerne vertreffen wir das nächste Mal. Dann machen wir mit der Quest Echo der Vergangenheit weiter. Die Hauptquest wahrscheinlich. Hier noch ein bisschen was trinken. Und Wasser austrinken. Gut, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Es zeigte sich, dass der Druide Moissac nicht daran dachte, die Zauberin den zerstörten Wald untersuchen zu lassen. Geralt und Yennefer suchten Jarlkrach an Kraid auf, der ihnen half, den Widerstand des Druiden zu überwinden. So, na dann, wir haben jetzt genügend die Aussicht, auf zu quatschen, während ich hier rede. Haben wir genug die Aussicht betrachtet, können wir jetzt mal wieder mitnehmen. Okay, brechen wir mal auf. Und jetzt der Blick auf die schöne Landschaft. Wunderhübsch. Ein bisschen looten. Ich hoffe, das fällt nicht zu sehr auf. Ach du Scheiße, es fällt auf. Natürlich fällt das auf.
Ja, den Skellige sollte ich nicht zu viel guten. Ich gehe mal hier hin. Lauf mal. Ich habe absolut keinen Bock zu kämpfen, zumal die Wachen hier ziemlich schwer sind. Haben wir schon bekommen, dass das gar nicht so leicht, dass die gar nicht so leicht zu besiegen sind. Ach, schade. Warum Stütze für? Triff Jennifer am Ort des magischen Kataklysmus. Okay. Ein Friseur mal noch dort. Wäre vielleicht mal gut zu gucken, ob es da was gibt. Mhm. Ja, können wir rein. Ob der so stark ist, wie er aussieht. Was gibt's denn? Ein Hexer, wie? Glaubst du, dass der Wald verflucht ist? Okay, haben wir es nicht mitbekommen. Wenn wir hier gelootet haben. Wir müssen ganz vorsichtig looten. Oh, Handschuhe. Rüstung. Ah, cool, dann können wir die Rosenhandschuhe wieder loswerden. 27 Rüstung. Ich habe seit langem niemanden vom Kontinent mehr gesehen. Okay, ist nicht aufgefallen, dass wir blaue Handschuhe geklaut haben. Tragen wir zwar gerade, aber was soll's. Guck mal kurz. Wird mal beim Friseur nachgucken, ob der was für mich hat. Au. Schön abgerollt. Gäb's noch eine Quest. Ist nicht so viel. Warum machst du eingelegten Hering? Ich hasse den. Und sich die Heringe in deinen Gedärmen verfangen, hast du keine Chance. Was? Heringe in den Gedärmen? Ach du Schande. Nicht doof. Hier ist ein Friseur. Du diese Fetzen für mich zusammennähst. Das Material ist gut, aber... Oder ein Schneider, ich bin mir nicht sicher. Hilfgard? Die Banner der Schwaben. Tag. Das Meer ist glatt heute früh. Als wollten die Götter selbst dem großen Konung Bran Respekt zollen. Bist du ein Schneider? Bin ich. Oh, ein Schneider. Der Einzige auf den Inseln. Jetzt haben wir fast noch Friseur aus. Ich sehe mir gerne mal an, was du hast. Kluger Mann. Bei mir gibt es keine Durchschnittsware. Mhm. Jetzt Rüstung. Das ist doch sehr durchschnittlich. Die wir hier schon haben. Vielleicht würde die kaufen, die Sachen kaufen, die wir hier haben. Ja, ist jetzt nicht so viel, was aus dem haben wir kein Geld. Sieht jetzt nicht so attraktiv aus. Du bist doch gut mit der Schere. Kannst du mir die Haare schneiden? Das mache ich eigentlich nicht. Aber man soll ja keine Reisenden abweisen. Und für umsonst macht das bestimmt nicht. Müssen wir lang und offen, nicht zu lang. Seid mal rasiert oben. Ah, das sind aber die üblichen Verdächtigen. Nö, Frisuren gibt's hier gerade nicht. Behalten wir das so. Outfits, die sie gebrauchen, auch nicht unbedingt. Letzte Nacht. Na dann, gehen wir mal zu Triss. Vagabund.
Wurstplätze. Und da ist er. Die Plätze. Der oder die. Habe ich immer noch nicht herausgefunden. Pass bloß auf. Ob jetzt sein männliches oder weibliches Pferd ist. Heute nicht. Heute bläst mir nicht das Licht aus. Etwas für die Tochter? Silberohrringe vom Festland. Oh! Ah. Ich wieder am Rumhusten. So, wir müssten gleich da sein. Hier ist doch schon die Küste. Wir sind schon weit draußen. Aus dem Dorf, aus der Stadt. Erkunden wir hier neue Gebiete oder was? Oha! Es ist ja eine ganze Reise hier. Joa, da werden wir noch ein bisschen reiten. Ich dachte, wir wären fast da. Das ist ja fast ein Tagesritt. Da werden wir wohl ein bisschen reiten müssen. Ausdauer aufladen, ein bisschen Landschaft genießen, ein bisschen langsamer reiten. Hallo, willst du was ein kaufen? Kaufmann, was hast du denn Schönes? Zeig mir deine Ware. Das Pferd steht schön im Hintergrund. Schwefel. Ein Sattel mit 55 Ausdauer. Weißt du, ob das mehr hat als... Muss man da mal gucken, ob sich das lohnt. Muss man ein bisschen was verkaufen. 55 Ausdauer, 50... Oh, das lohnt sich, ja. Sollten wir mal machen. Hallo. Ein Sattel sollten wir kaufen. Willst du was kaufen? Unbedingt. Zeig mir deine Waren. Plötzlich so ein neuer Sattel. So, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, weil der hat scheinbar nur 200. Können wir Sachen für Berggegenstände verkaufen? Ordentliche Summen, naja. Guck mal, ob er hier vielleicht. Oh, das ist nicht übel. Handschuhe sind nur noch behalten. Ich kann da was mit einem Outfit anfangen. Rüstung. Das kann er haben. Reißrüstung würde ich jetzt mal behalten. Was von den Sachen kann man hier gewinnbringend verkaufen? Zum Abschließen der Quest, okay. Ich glaube, dann ist der irgendwann blank, der kann das dann nicht. Was ist denn hier was wert? Das ist ein bisschen was wert.
Dann ist auch blank. Jetzt kann er nichts mehr kaufen oder was. Denn er hat nicht genug Geld. Tja. Bis dann. Wiedersehen. So kann man es auch machen. Komm näher, Fremder. Bestimmt nicht. Das ist eine Falle. Ich rieche die Falle doch. Hier müssen wir, glaube ich, lang. Sieht so aus. Schade, der gute Sattel. Müssen wir später nochmal wiederkommen. Warte. Gibt's was zu holen? Notiz des Händlers. Nebenquest oder was? Lob sei Freier, unsere große Mutter. Wir sagten, die Straße wäre voller Gefahren. Es dort Seeteufel auf die Reisenden warten. Dass hinter jedem Baum ein Bandit lauerte. Aber ich opferte Freier zu ihren Namen und legte ein Amulett aus Falkenfedern an. Und jetzt halte ich fest, überquerte die Insel ohne ein einziges Mal mein Schwert ziehen zu müssen. Und obendrein habe ich unterwegs ein paar gute Geschäfte gemacht. Meine Truhen voll Silber und anderen Wertsachen, dass mein Rücken ächzte, als ich sie auf den Wagen hiefte. Wenn alles nach Plan läuft, werde ich morgen gegen Sonnenuntergang zu Hause sein. Ich danke der Göttin, dass sie so gut auf mich Acht gibt. Ja. Es hat ja wohl nicht geklappt. Das ist irgendwie das, was schief gelaufen. Gut, plötzlich gibt es nichts zu holen. Das hat schon jemand gestohlen, das Silber. Das ist gut schon irgendwo. Hat schon jemand mitgehen lassen. Das können wir nicht mehr in Anspruch nehmen. Da müssen wir wohl weiter. Bleib auf den Strecken. Nicht im Wald verirren. Auf den Faden bleiben, die schon platt getrampelt sind. Oh, hier gibt es einen Schnellreisefeiler. Wo sind wir denn? Ah! Drüsenlager. Wir sind angekommen. An der Quai-Liebe-Insel. Ich fahre über die Insel. Hast du noch was zum Handeln? Was heißt nicht ein Händler? Los, handel mit mir. Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut, sollen doch alle erfahren, dass Jennifer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen, ich habe mir nur etwas geborgt und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig! Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos. Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Übertreib jetzt nicht. Das ist nur... Nein, Geralt. Das ist kein nur. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Ja, Legende. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Zitat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde.
Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Woher hast du denn die Maske? Seefahrer des Dimun-Clans haben sie beim Jordgraben aus dem Meer gezogen. Wie kannst du dir so sicher sein, dass es Ouroboros Maske ist? Ihr Aussehen wird in den Mythen genau beschrieben. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Diebstahl oder nicht, Krach hat uns freie Hand gelassen. Erstens, dies sind zwar seine Inseln, aber wir Druiden passen auf, dass hier keine fremde Magie Einzug hält. Zweitens, nach dem Kataklysmus hat Krach uns um Hilfe gebeten und uns diese Gegend anvertraut. Drittens. Okay. Was war das? Nein, Yennefer hat die Maske benutzt. Okay. Wir müssen die Maske vandalisieren, ihre Macht zum Schweigen bringen. Als ob das hier wirklich was. Als ob da was passiert ist. Die Legenden sind wahr. Oh nein, Neblinger. Kann auch bestimmt nur ein Zufall gewesen sein. So, wo ist dein Liebling? Hier ist dein Liebling. Das ging schnell. Was war das? Einhörner. Verdammt, Yen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Aha. Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Mhm. Maske des Ouroboros. Du willst mal wieder meine Gedanken lesen. Was dagegen? Ich mag das nicht, das weißt du. Ach komm, ich will nur sehen, was hier passiert ist. Und manche Dinge will ich lieber nicht über dich wissen. Dann mal los. Da ist die erste Stelle. Okay. Du hast deinen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an der richtigen Stelle platzierst und dann im Schnellzugriff auswählst. Drücke die mittlere Maustaste oder halte die mittlere Maustaste gedrückt, um den Gegenstand zu verwenden. Okay, er kann es also nur einmal benutzen. Das wäre jetzt äußerst schlecht. Welche Anweisungen? Ah ja. Sehr begrenzt, wie es ausschaut. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Ja. Okay. Kann nur einmal benutzt werden. So viel dazu. Liebling. Oha. Pass auf. Menschen. Was war das? Irgendeine magische Explosion. So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. In die Richtung. Ich hab sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin? Hierhin.
stehe mittendrin. Na komm. Ach. Na komm mit. Magst du mitkommen? Gruselig hier. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wer hier war, als es geschah, auch eine Chance. Ich weiß, was du denkst. Aber keine Sorge. Ciri kann auf sich aufpassen. So, jetzt ist die auch da. Okay, Portal und Ciri ist reingesprungen. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche es herauszufinden. Komm. Velen. Echo der Vergangenheit. Folge Jennifer. Nach Velen. Ausgehend nach Velen. Nutze die Mauer. Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Das war Maske ganz schön oft und der, genutzt. Dafür, dass wir es noch einmal konnten. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Wie gerufen. Was Krach wohl dazu sagen wird? Reg dich ab. Der Sturm ist vorbei. Ihr habt alles unter Kontrolle. Noch. Wie wird es nächste oder übernächste Woche aussehen? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Und ob. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. Mhm. Na dann, suchen wir nach der Leiche. Kannst du? Ich kann. Geralt. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn, wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? Das ist eine lange Geschichte. Über das ältere Blut und Ciris Fähigkeiten. Hat sie vielleicht die Fähigkeiten ihrer Mutter geerbt? Ciri kann viel mehr als ihre Mutter. Aber jetzt müssen wir erst einmal herausfinden, was die wilde Jagd auf Hinnasfjall wollte. Nun... Es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Art Skellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende?
Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Nächster Halt, Hindarsfjall. Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Ja. Warte. Wollen wir zusammen gehen? Jetzt gleich? Du verabscheust doch die Teleportation. Ich mag auch keine Tränke, aber wenn ich muss, dann trinke ich sie. Zu retten. Mhm, du trinkst auch, wenn du nicht musst. Nun gut, gehen wir. Bleib in meiner Nähe. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues habt. In der Abkürzung.